Oh yeah! Going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with a fire. Oh, fuck it. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag. Wir haben hier in diesem tollen Apartment geschlafen übrigens, war ganz cool. Gute Abwechslung mit Duschen und Toilette und so weiter. Und jetzt sind wir voller Kraft und können starten. Heute erwartet uns eine sehr aufwendige Strecke nach Rumänien. So sieht sie aus. Hier ist der Start, hier ist das Ziel und hier sind die ganzen Checkpoints, die wir theoretisch abfahren können. Alle Checkpoints abzufahren ist unmöglich an einem Tag, das geht einfach nicht, das sind über 10 Punkte. Aber wir haben uns schon die schönsten Plätze ausgesucht. Wir haben hier Sehenswürdigkeiten wie Wasserfälle, Mühlen, Festungen. Also es scheint ein sehr vielversprechender Tag zu sein. Unsere kroatischen Kollegen sind auch mit am Start. Das Gute ist, dass die Fahrzeuge halten. Der macht komische Geräusche, aber ich glaube, das ist normal beim Volvo. Unserer macht bis jetzt keine Geräusche, denn wenn ein VW anfängt, Geräusche zu machen, sind das seine letzten Stunden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen zur zweiten Etappe. Heute geht's nach Rumänien. Lass uns loslegen. Bist du bereit? Yes. Erster Motorstart für heute. Materie. Anspringen tut er echt sauber, ne? So eine Umdrehung klappt es an. Der fährt auch ganz gut. Gut, gut. Bora, gut. Er hat ein bisschen G-Drive bekommen. G-Drive. Warte, Handbremse lösen. G-Drive, kannst du fahren. G-Drive ist Dreiradantrieb. Ja. Ne? So. Eigentlich Allrad, aber eine Antriebswelle kaputt. Wir haben, glaube ich, 1 Kilometer zum Checkpoint oder so. Dann ist wieder Fahrerbesprechung, glaube ich, einfach so. Keine Ahnung, es wird ein bisschen gelabert. Informationen für die Länder vielleicht weitergegeben, wo wir reinfahren. Und dann geht es eigentlich schon los nach Romania. Romanski. Wir müssen nur noch diesen Umschlag abholen mit der Challenge für den zweiten Etappe. Genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Die Route haben wir so grob besprochen, aber lasst euch überraschen. Wir wissen auch selbst nicht hundertprozentig, wohin wir fahren. Am besten schließen wir uns jemanden an, weil manchmal kann das tatsächlich sehr hilfreich sein. Ich habe auch gemerkt, dass die Kroaten hier, hat uns zum Beispiel geholfen bei der Unterkunft. Der konnte ja schwätzen. Genau, Serbisch. Weil er meinte, Kroatisch ist fast dieselbe Sprache wie Serbisch. Und wir sind aktuell in Serbien noch. Richtig. Das war sehr hilfreich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir haben eine gute Unterkunft für, ich meine, 33 Euro für 2 Leute bekommen. Es geht. Nee, es ist gar nichts. 33 Euro. Ja. Oha, Bonze. Influencer Cash regelt. Bei jeder Challenge dürfen wir uns abzeichnen. Heute macht das Test. Hier sind die Startnummern von den Teams. Wir sind bekanntlich das Team 385. Was ist das? Ein Pentagramm mit Lachsmiley. Nice. Moin. Achso, ja, und wir nehmen jetzt die Post. Das ist die zweite Challenge für heute. Wir sind sehr gespannt, was uns heute erwartet. Also, Morgenbesprechung ist vorbei. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Alle brechen langsam auf. Wir fahren direkt nach Rumänien. Wollen wir gleich die Tageschallenge aufmachen noch? Yes. Okay, let's go. Gut, dann los oder was? Deutschland gut, Serbien gut, kaputte Kamera gut. Okay, let's go! Ja Leute, also wir sind losgefahren,
tanken jetzt erstmal kurz hier und ich möchte euch schon mal die Karte zeigen. Unser Plan ist, von hier in die Richtung zu fahren, heißt nach Belgrad. Also wir werden erstmal durch Serbien fahren und dann direkt entlang der Donau Richtung Osten zu den Festungen. Diese kleineren Checkpoints können wir uns frei wählen und wir haben uns halt für die zwei Burgen hier entlang der Donau entschieden und legen jetzt los. Außerdem müssen wir ja noch die tägliche Challenge erfüllen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt gemeinsam mit Tess den Umschlag auf. Und ich bin jetzt tatsächlich schon gespannt, was uns heute erwartet. Dann lass uns mit der zweiten Challenge beginnen. Machen das gemeinsam mal auf. What's the challenge? Ich würde sagen, ich mache auf und du liest vor. Okay. Puck. Perfekt. Zeig. Haben wir schon gesagt, dass wir solche Sticker mit Etappen dann aufs Auto kleben müssen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall bekommen wir jeden Tag solche Etappensticker. Und diese kommen auch aufs Auto untereinander. Und somit ist man ja offiziell ein Teilnehmer. Und ich habe nämlich mitbekommen, dass nicht jedes Team an den Challenges teilnimmt. Also jo, wundert mich irgendwie, weil das macht schon ein bisschen Spaß. Hier ist die Challenge, diese heißt Made My Day. Das ist die Zuschauer-Challenge. Die heutige Challenge heißt Made My Day. Du entdeckst jemanden, der bei seiner schweißtreibenden Arbeit am Schaffen ist, biete ihm ein kühles Getränk an und übernimm in der Zwischenzeit die Arbeit. Schon lustig. Da sehe ich mich. Ja, Mann. Wertung: 100 Punkte für ein Bild, wo du als Arbeiter zu sehen bist. Der echte Arbeiter mit einem Getränk in der Hand und natürlich deine Startnummer ersichtlich ist. Ja, das heißt, das Auto muss auch noch daneben stehen. Ja, ja. Ja, wir fahren in Provinz. Wenn wir liegen bleiben, ADAC! Lass einfach in McDrive fahren und kurz reingehen, auch McDonalds Jacke anziehen. Weiß nicht, ob die das mitmachen. Und eine kalte Coke bestellen. Hier gibt es auch weitere Informationen bezüglich den Checkpoint. Dieser heißt Transalpina. Das ist ein fliegender Checkpoint. Und zwar, ihr könnt im vorgegebenen Zeitfenster vorbeikommen, eure täglichen Unterlagen abholen, ein wenig dreschen und es geht schon weiter. Das heißt, morgen gibt es dann keine so Fahrerbesprechung. Ganz genau. Also, so kleine Information, Fahrerbesprechung nochmal heißt, wir sammeln uns alle in der Früh und die Teams, die Probleme mit dem Auto hatten oder so, geben das an den Organisator weiter und dann wird in der Früh nochmal ein bisschen nach Ersatzteilen so geguckt, wer hat was dabei, also um sich gegenseitig ein bisschen zu helfen. Und das war es eigentlich im Großen. Das fällt halt morgen dann weg. Genau. Außerdem habe ich jetzt etwas entdeckt. Diese Challenges, die sind selbstlebend und das kommt dann in unser Roadbuch. Alter, gut, dass wir die nicht weggeworfen haben. Genau. Und das heißt, wir können dann in unser Roadbuch die Challenges reinkleben und ja, somit am Ende halt alles nochmal durchgehen. Was ich noch cool finde, dass die hier in unserem Roadbuch zu jedem Land die wichtigsten Informationen noch angegeben haben und sogar ein kleines Wörterbuch mit den Wörtern wie Hallo, wie geht's, schnell, gib Geld, wo ist Bier? Also ich finde das ziemlich coole Sache und somit können wir unsere zweite Challenge problemlos absolvieren. Wie ihr seht, haben wir die Entscheidung getroffen, mit unseren kroatischen Kollegen weiterzufahren, auch an der zweiten Etappe. Zack, boah, der Volvo ist schon krass. Geiler Koffer, muss ich sagen. Er macht komische Geräusche. Ja, das sowieso. Und fährt nicht so gut, aber er sieht cool geil aus und läuft. Ist so. Ne, die Jungs sind auch in Ordnung, wie ich finde, also macht Bock und es ist halt so, ihr seid zu nichts verpflichtet hier. Ihr könnt alleine fahren, ihr könnt mit jedem, auf den ihr Bock habt, fahren. Und das ist halt auch so ein bisschen die Freiheit, die man bei so einem Hotel Rodeo angeboten bekommt. So, meine Lieben, wir befinden uns jetzt in Belgrad, machen hier einen kurzen Zwischenstopp, weil die Kollegen aus Kroatien hier ein paar Geschäfte erledigen müssen. Und was wir euch zeigen wollten ist, ja, wir haben ja eine Etappe schon geschafft. Die Bestätigung dafür ist dieser Sticker hier. Der kommt hundertprozentig gerade auf die Scheibe. Jo, wir haben schon mal zwei Sachen überlebt. Einmal den Start und die erste Etappe. Ah, Bruder! Offroad. Ich habe heute Morgen geduscht. Ich muss nicht nochmal. Direkt nochmal. Man merkt langsam, dass die Straßenverhältnisse immer schlechter und schlechter werden, je mehr wir Richtung Ziele fahren. Wir haben die Ölwanne noch nicht aufgerissen. Die Ölwanne ist noch da. Hey, das ist ein Flickenteppich hier. Holy shit. Geh mal kurz auf Kameramann-Position, ja? Ja. Oh. Aua.
Hallo Spaten. Ich will dir was pflücken. Mach. Fahr mal weiter rüber. Nochmal. Ich bin schon im Offroad. Komm weiter. Hinter uns ist Auto. Ja, und? Okay. Warte, ich will dir einen Ast pflücken. Achtung, da ist Schild. Ich habe eine Blume für dich. Danke. Gib. Wir sind endlich in der Ramburg angekommen. Diese wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Die Besonderheit von dieser Schutzfestung ist, dass sie sternförmig gebaut wurde. Also nicht einfach nur rund oder eckig, sondern sternförmig. Und das hat auch einen gewissen Zweck. Früher gab es jede Menge Feinde. Die Menschen haben sich gegenseitig bekämpft, bekriegt. Wir gehen davon aus, man baut einfach eine eckige Festung, zum Beispiel so. Ja, und jetzt kommen die Feinde von dieser Seite. Und man kann die auch nur von dieser Seite beschießen im Prinzip. So, wenn man jetzt aber ein sternförmiges Gebäude baut, zack, 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 ja. Wenn dann die Feinde kommen von verschiedenen Seiten, dann können die Festung viel schwerer ja einnehmen, weil von rechts und links geschossen wird. Das ist der Grund, warum früher solche Festungen sternförmig gebaut wurden. Diese diente halt tatsächlich dem Schutz der Grenzen. Wir sind hier an der südöstlichen Seite der Donau. Ansonsten hatte man früher hier als Krieger folgende Aussicht. Wunderschön. So Leute, was haben wir hier? Gehen hier einmal rein. Ihr seht, früher waren hier Decken dazwischen und da sind einzelne Zellen. Ihr habt es richtig gehört, Zellen, denn hier wurden früher die Gefangenen bestraft. Das heißt, wenn man früher irgendwas geklaut hat oder so, kam man einfach in diese Zelle, bis man verhungerte. Oh, grüß dich, hi. Alles gut? Ich freestyle hier ein bisschen Infos, die ich mir einfach aus dem Finger sauge. Ich mach die Gitter zu, du bleibst dann hier, ja? Okay. Wir sind ganz oben angekommen. Hier haben wir natürlich eine tolle Aussicht. Da noch so einen kleinen Hafen. Da vorne sehen wir die Siedlung. Und hier ist die Donau mit ihrer ehemaligen Schutzfestung. Ganz schön und heiß. Ist geil? Heiß? Ja, ist sehr heiß. Und? Ist aber sehr schön. Ja. Hat jemand eine Idee, was da in der Mitte war? Da haben die immer Lagerfeuer gemacht. Die haben ja auch an der Seite in den Türmen drin so Schießscharten. Die dienten ebenfalls zum Schutz. Man konnte hiervon mit einem Gewehr oder mit einer Kanone auf die ja, Schiffe oder Boote schießen. Von der anderen Seite in so ein Fenster zu treffen, ist natürlich deutlich schwieriger. Also das war der Sinn von diesen Konstruktionen. Übrigens, hier ist noch ein kleiner Museum direkt an der Ramburg. Das sieht aus wie ein Haken zum Angeln. Das sieht aus wie eine Säge. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Sachen im 15. Jahrhundert gebaut wurden. Hier unten ist zum Beispiel definitiv Keramik, also kommt das aus Keramikzeit. Das hier ist Eisenzeit hier. Also ich bin jetzt kein krasser Geologe oder Archäologe, aber diese ganzen Sachen hier aus der Vergangenheit sehen schon ziemlich krass aus. Auf jeden Fall sehenswert, falls ihr irgendwann mal in Serbien sein solltet. Die Strecke bis hierhin war ein bisschen anstrengend, auch für unser Fahrzeug, aber das lohnt sich. Echt sehr schöne Aussicht und ich springe jetzt wieder runter. Okay Leute, ganz verrückt, wir versuchen gerade unsere Tageschallenge zu absolvieren und sind auf die dumme Idee gekommen, einfach zur Polizei zu fahren und zu fragen, ob die das mit uns machen. Jetzt stehen wir hier bei der Polizei, Stas unterhält sich gerade mit der jungen Dame, um abzuchecken, ob die sich vielleicht neben uns setzen könnten, in Stuhlen, Getränk trinken. Serbia. Hi. Hier, Countries? Yes, background club. And we have everyday challenges. We have roadbook and challenges. And today is a challenge make a job from another person. No. Yes, we must do job and you make holiday. And we give you one drink. For free. No. So we buy you a Coca-Cola. No, these officers do not speak to us. No video, we just a photo. No, nothing in uniform. Okay. Okay. You may
challenge person from our city. We need a worker. Some worker. You may go to supermarket or. It's not funny. Police is best. Police our car. I understand team, you. Team name. I understand you, but it's illegal. All legal. No picture. No video. No nothing. Something okay. Else. This car maybe? No. Wir können dich verhaften. Also ich habe mein Bestes gegeben tatsächlich. Die Challenge ist ja so, dass wir einen Job von jemandem ausüben sollten und diese Person bekommt von uns ein Getränk und so entspannt sich einfach, ganz genau. Und das hat bei der Polizei leider nicht geklappt, wegen der Uniform und alles mögliche. Also das war leider ein Fail und wir sind halt weiter auf der Suche nach einem vernünftigen, coolen und interessanten Job und nach lustigen Personen, die wir hier hoffentlich noch finden können in Slowenien. Ja Leute, wir haben jetzt endlich unseren Traumjob gefunden. Wir sind hier bei den Holzfällern mit unserem Aggregat. Wir werden jetzt so tun, als würden wir Holz fällen und Holz bearbeiten. Die Kollegen kriegen natürlich von uns Getränke. Und guck mal, was für ein Gerät er rausgebracht hat. Das ist mindestens, was weiß ich, 2 Meter lange Kettensäge. So, jetzt muss einer von uns arbeiten und er muss chillen. No start. No start? No. Du musst ja nicht starten. Nur halten? Ja, ja. Just hold. Yes. So, wir bereiten jetzt alles vor. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein Foto schießen und dieses Foto hier einblenden. Geil. Ah, wir kriegen noch Visitenkarte. Ja. Dobro. Krass. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Visitenkarte bekommen von diesem Laden hier. Der Mann macht das beste Holz in Serbien. Geile Sache, echt. Das bestätigt nochmal, dass die Menschen in Serbien sehr nett sind und offen sind. Ja. Er konnte uns auch vom Hof jagen, weil wir haben ja seinen Betrieb so ein bisschen aufgehalten. Weißt, mir fällt gerade ein witziges Wortspiel ein. Ja? Bien, also auf Französisch, heißt gut. Das schreibt man bien. Also die Leute hier sind sehr bien. Sehr gut. Flex. Geil, dass es geklappt hat. Ey. Ja, Mann. Wir sind einfach hier vorbeigefahren, irgendwo auf der Landstraße und haben seitlich so einen kleinen Eingang gesehen in diese Holzmanufaktur, sage ich jetzt mal, Sägerei, wie auch immer. Und haben dann sofort gebremst und sind umgedreht, weil wir dachten, das ist es. Also, ich würde sagen, wir sind zwar noch nicht fertig, wir müssen das ja hochladen, aber man kann jetzt schon mal sagen, die Challenge ist geschafft. Ja, Mann. Geil, Challenge 2 erledigt. Also die Kettensäge hast du gesehen. Digga, diese Kettensäge, die hatte... Digga, dieses... Und du so, wie soll ich starten dann? Willst du mich verarschen starten? Ich bin echt viel gewohnt, aber so ein Schwert hatte ich noch nie in der Hand. Ja, okay. Jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle. Rückenschmerzen vom Puls. Bringt nichts, wenn man es nicht gestartet bekommt. Weiß ich nicht, musst du mir sagen. Jetzt fahren wir direkt weiter. Wir besichtigen noch eine andere Festung, glaube ich. Festung Golubac oder so heißt die. Golubac? Irgendwie so. Uludag. Uludag. Festung Uluda in Serbien. Da gibt es Döner und Uludag. Da gucken wir jetzt noch hin. Und nach dieser Festung geht es dann schon wieder Richtung nächster Checkpoint. An einem steilen Bergrücken der Donau erhebt sich die Festung Golubac. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und hat eine wichtige Verteidigungsfunktion. Über die Jahrhunderte herrschten Serben, Ungarn und Türken über die Festung. Am Montag ist die, warum auch immer, gesperrt, also wir kommen da leider nicht rein. Ich hoffe nur, dass Tess die Möglichkeit hat, mit der Drohne da ein bisschen rumzufliegen und die Festung ein bisschen näher zu betrachten. Außerdem haben wir hier auf der anderen Seite eine weitere Konstruktion, diese ist komplett aus Holz. Ist wahrscheinlich auch irgendeine Verteidigungsfestung. Was soll ich sagen? Irgendwas. Was, Bruder? Stiff. Hast du mal ein paar Aufnahmen hinbekommen mit der Drohne? Echt? Ja. Geile Sache. Dann würde ich sagen, blenden wir diese jetzt ein. Also Leute, wir sind startklar. Wir haben jetzt eben festgestellt, dass wir keine weiteren Punkte anfahren können.
weil wir von hier bis zum Checkpoint ungefähr 6 Stunden Fahrt haben, ohne irgendwelche Päuschen oder Einkäufe etc. Also das wird schon ziemlich spät. Wir haben jetzt 5:30 plus 5 bis 6 Stunden drauf. Also es wird echt sehr, sehr knapp. Wir müssen ja noch die Fahrzeuge vorbereiten zum Schlafen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, direkt einzusteigen und loszufahren. Außerdem müssen wir noch tanken. Der Plan ist jetzt einfach mal einsteigen und mit Vollgas tatsächlich zum Checkpoint zu fahren. Ich möchte anmerken, dass wir gerade seit 2 Minuten den Berg hochfahren und ich im 4. Gang voll auf dem Gas stehe und wir immer langsamer geworden sind. Also wir haben bei 90 km/h angefangen und dann waren wir irgendwann bei 70 und jetzt hat der Berg Gott sei Dank aufgehört. Ja, das Motto von Miska Bora ist, lieber langsamer dafür ankommen, anstatt schnell in den Graben fahren oder genau. So. Der ist ja voll beladen. Ey, wieder ein Tag, den der Bora bis jetzt, klopfe auf Holz oder so, mitgemacht hat. Aber ich will es nicht verschreien, wir haben noch 260 Kilometer vor uns. Ja. Geht ja bergab, von daher. Passt schon. Übrigens auch hier wieder 260 Kilometer, 5 Stunden und 7 Minuten Fahrt. Sind also keine Autobahnverhältnisse und das, obwohl wir gerade über eine sehr, sehr, sehr gute Straße fahren. Wirklich. Deine Meinung zu Slowenien? Weiß nicht, ich war noch nicht in Slowenien. Genau. Also deine Meinung. Du wolltest Serbien sagen, gibst du. Also, deine Meinung zu Serbien? Natur, Straßen, Leute. Also jetzt am Ende des Tages hier die Region, richtig schön, geile Berge außenrum, coole Bauten, Architektur, aber alles weiter im Landesinneren, so die Innenstädte und sowas, schaut schon sehr verärmlicht aus ein bisschen. Und was mir halt auch extrem auffällt, ist, dass alle paar hundert Meter wilde Hunde halt sind. Also es sind überall Wildhunde. Wir haben eine kurze, ungeplante Pause eingelegt, denn guckt euch diesen Blick an. Wir sind einfach die Straße hier hochgefahren und auf einmal hatten wir diesen tollen Anblick. Und selbstverständlich haben wir auch weitere Potholler getroffen. Wie findest du den Anblick? Cool. Geil, gell? Sehr geil, ja. Ja. Und hier ist zum Beispiel auch ein anderes Team namens Playmobil. Die Jungs machen hier einfach so ein Picknick, machen eine kurze Pause. Mahlzeit erstmal. Dankeschön, vielen Dank. Wie läuft's bis jetzt? Alles gut? Macht's Spaß? Ja, auf jeden Fall. Das läuft gut, macht Spaß. Auch ja? Läuft noch. Also nicht zu anstrengend. Oder nicht zu einfach, zu easy. Man ist schon müde. Ja. Müde, ja? Ja. Tage sind schon lang. Ja, also ja. Schlafen ein bisschen. Ihr wisst schon, dass wir noch 300 Kilometer haben bis zum Ziel. Und das sind circa 6 Stunden. Das heißt, wir kommen spät in der Nacht. Ja, ja vielleicht. Wo wollt ihr pennen? Habt ihr schon überlegt? Wollt ihr hier schlafen oder was irgendwo da? Wir haben einen Campingplatz, irgendwie so 2 Stunden von hier. Aha, also zwischen dem Ziel. Ja. Fahren wir morgen noch 1 Stunde und dann, keine Ahnung. Okay, also ihr seid ganz entspannt, macht euch keinen Stress und so. Macht ihr bei den Challenges mit? So gut es geht, ja, aber wie heute, Hey, hast du unser Bild vorher hochgeladen schon? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, das ist deine Verantwortung. Wollen wir es jetzt wieder vermaseln jetzt oder was? Was habt ihr denn heute besucht? Oder gesehen? Wo wart ihr denn? Gar nicht, nur hier oder was? Wir waren da vorne bei der Ruine, aber sonst sind wir eigentlich nur gefahren. Wir wollten noch die heißen Quellen anschauen, aber und vielleicht schwimmen gehen. Ja. Aber jetzt sind wir von der Zeit her, wird es ein bisschen knapp. Das stimmt. Also wollen nicht zu spät ankommen. Ihr fahrt zu viert in diesem einen Subaru oder was? Ja. Echt zu viert? Volvo, ja. Oh, scheiße, Mann. Krass, mit Ledersitzen und so weiter. Zu viert. Ach, und ihr seid das Team Playmobil? Genau. Wer ist wer? Wer ist das? Ich. Mit der Brille. Da? Oh, krass, die passen ja sogar. Das, warte mal, das bist du. Ja. Und das? Wer ist denn das? Okay. Alles klar, gut, dann will ich euch nicht weiter stören. Nochmal ja, guten Appetit. Machen wir das Auto auf. Was ist denn da? Zieh dir mal einen Teppich rein. Teppich? Sheesh! Alter! Sowas will ich zu meinem Geburtstag haben, auf jeden Fall. Die Stimmung von den Teilnehmern von Potholler Rodeo ist richtig gut. Ich weiß nicht, was uns noch morgen, übermorgen und so weiter erwartet. Aber es ist halt richtig geiles Erlebnis bis jetzt. Also ich bin mega happy. Ich gehe davon aus, dass Tess auch das Ganze krass findet. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Fahren dann weiter zum Checkpoint
Und dann sehen wir uns halt bei der dritten Etappe.